Ausnahmezustand in Empfingen. Die 10. Beat Parade beherrschte am Samstag den kleinen Ort bei Horb am Neckar. Raver und Techno-Jünger tanzten auf Wagen und den Straßen. Hunderte von Fans aus Deutschland und der Schweiz waren nach Empfingen gekommen, hatten sich zum Teil fantasievoll verkleidet und liefen wie beim Rattenfänger von Hameln der Parade nach, dem unüberhörbaren Soundteppich folgend, der auch die Aufmerksamkeit der Empfinger auf sich zog. Umgeben von tanzenden Menschenmassen zogen die 6 Monster Trucks langsam durch den Ort, 2 Kilometer vom Pennymarkt zum Festplatz. Die Hauptstraße wurde zu einer großen Partymeile. Angeführt wurde die Beat Parade vom Wagen der Veranstalter, dem Jugend- und Kulturverein. Die DJs Wavekid und Peacemaker ließen es gleich richtig krachen. Sexy Go-Go-Girls heizten die Stimmung zusätzlich an. Jeder Fahrer leistete Schwerstarbeit, um sich einen Weg durch die tanzende Menge zu bahnen. Der weiße Riese vom Top Ten spuckte kräftig Nebel und Bühnenqualm. Mächtige Tieftöner sorgten für das Kribbeln in Beinen und Bauch. Auch die Teams von Beatmaker, Sound City Stuttgart, Handybrett Soundcheck und Butzemann ließen sich nicht lumpen. Die Butzemänner setzten zudem auf bayerische Folklore und schleppten sogar eine Kunstkuh hinter sich her. Höhepunkt war am Rathaus, wo jeder DJ zeigte, was er an Musikpower drauf hatte und voll auftrete. Sozusagen als Geburtstagsständchen für alle Beatparaden-Fans, die zu dem 10. Techno-Event nach Empfingen gekommen waren. Traditionell bildeten die Empfinger Putzweiber den Schluss der Soundkarawane. Sie sammelten letztendlich alles ein, was nicht um 10 von der Straße weg war. Direkt im Anschluss an die Beat Parade bildeten die Trucks abends auf dem Festplatz eine riesige Area of Sound. Auch dieses Jahr ist das Fazit aus Sicht der Besucher und Organisatoren klar. Es war wieder einmal eine gelungene Parade und die Fans der elektronischen Musik freuen sich schon aufs nächste Jahr.